Jo, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem Bus-Simulator. Was haben wir denn heute? Ja, für mindestens die View, wie zu nennen, die Zahnkiste grün wird, mindestens eine aus griechischen Route. Das ist super, erreicht eine Zufall von 4 Sternen auf einer Route während der Hauptverkehrs. Auch das kriegen wir ohne Probleme hin. Verwende CPU, Synetony, Xamkiste, Hühnchen, ja, das kriegen wir. Also, wir kriegen schon irgendwie. Ich glaube, wir kriegen sogar alles in eine Folge. Gut, dann müssen wir eine Route erstellen, die ein bisschen ausgeglichen ist. Also, Xamkiste. Synetony, das Problem ist, Synetony ist alles da oben, ne? Das ist ein bisschen nervig dran. Regatta und Jetty. Greenwood. Ja, ist gut. Wein war noch nicht. Ja. St. Anthony, einmal wieder. Shocks Roadside Service. Sunshine Retreat. Shocks Roadside Service. Zweimal, zwei lila. Old Police Station. Tilton Avenue. 2-1 lila, 2-2. Tilton Avenue, Freeman Street. So, 2-2. Grün. Ach, da unten brauche ich gar nicht zu zählen. Die unten ist ein bisschen. Steht sie ja drin. So, auch das mit der Beachwerbung, das kriegen wir sofort hin. Beachwerbung. Warte mal. St. Anthony, Sunkiss, Greenwald. Jetzt müssen wir das Sunkiss mitnehmen. Silver Park South. South Mall West. South Mall East. Apple Farms Walk. Greenwood High School East. Apple Farms Walk. Jetzt brauchen wir nämlich, ich brauche nicht mehr zu zählen, ich mache das einfach. Poppy's Rest. Immer. West Forest Road. Poppy's Rest. Und die ist wieder ausgeglichen. West Forest Road. Hillside Stop. Seaview Beach. Novak Academy. Glenwood Avenue. Seaview Beach. Viewpoint. Slope Boulevard. Slope Vicenta Street. Rivera Street. Silver Gut. Park South. Was haben wir jetzt? Also Sunkiss ist mit drin. Seaview ist mit drin. North Madison Drive. Aufgabe gelöst. So, zwei Busse mit Beachwerbung. Ein Bus mit Beachwerbung. So, da muss ich jetzt wieder Werbung machen. Werbung erledigt. So, Bus auswählen. Jetzt haben wir Route 34. Jetzt haben wir die haben wir morgens die Strecke.
Dauert eine halbe Stunde. Und dann braucht man 4 Sterne für. Und dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Würde ich sagen. Und trotzdem, das kriegen wir heute. So, okay, dann fahren wir die. Dann fahren wir, doch mal einen neuen Bus für kaufen. Silver Park West. Wir haben ja ein bisschen Kohle da auf der Tasche. Also, ab zum Bus Dealership. Leider können wir doch den Scania noch nicht kaufen. Ich würde ja den Scania irgendwann mal gerne kaufen. So. Du kannst auf die Strecke wieder zurück, mein Freund. Und wir fahren mal ganz kurz zum Dealership. Hat manchmal so eine Vorteile und Nachteile, dass man die Busse mitnehmen kann. So. Ich glaube noch nicht, kann man kein Scania kaufen, oder? Dürfen wir schon mal. Nein, natürlich dürfen wir sie noch nicht kaufen. Warum auch immer. Kosten ja 420.000, kann man doch gar nicht leisten. Der kostet 90.000, dann hätten wir noch $700 und da darf er nicht dazwischen kommen. Also werden wir die natürlich nicht kaufen. Sprich, da wird es kein Gelenkbus geben. Sondern klassischerweise einen Citaro. Mal wieder. Und der wird natürlich auch wieder ein bisschen Werbung. Das wird der für die ganze neue Route für Civi werden. Den kaufe ich auf jeden Fall mal direkt. Jo. So, das heißt, der wird. Von 9. Also wäre theoretisch Mittag trotzdem noch alles. Also sorry, das muss ich gerade kurz klären. So, Hauptverkehrszeit, wenn man ja den Citaro, den wir noch nicht geplant haben hier. Ja, soll eigentlich Vollzeitfahrzeug eingesetzt werden. Sorry, tut mir leid jetzt gerade. Den wir gerade geholt haben. Warte mal, ich nehme mal, wir haben gerade einen Citaro gekauft, ne? Was heißt? Also Vollzeitfahrzeug. Mein Gott. So, Citaro. Passt. Und auf der Hauptverkehrszeit kriegst du noch einen E-Citaro dazu. So. Ich meine jetzt nicht, dass es wurscht, wie ich es gemacht habe. Ich hätte es jetzt eigentlich lassen können. Das ist, glaube ich, genau das gleiche, wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Vollzeitfahrzeug kriegst du hier und auf der Hauptverkehrszeit kriegen wir noch einen zweiten Bus dazu. So. Dann. Fahren wir die Strecke. Halt, ich will gerade was anderes beim Bus bauen.
annehmen. So. Moin, dann werden wir mal ein bisschen kontrollieren. Ja, dann. Chef, du hast nichts an Bord an den Fahrgästen. Lass dich doch bitte mal selber an Steuer hier. Ich will mal so frei überholen mal hier. Aber du stehst mir gerade ein bisschen im Weg. So, wenn wir nach Dings bringen. Moin. So, ich hoffe, dass jetzt wieder alles was besser ist. Das wollte ich eigentlich gemacht haben die ganze Zeit. Ich versuche mich jetzt nicht mal in die Kasse hin. Ich habe jetzt mal bewusst keinen Gelenkbus mit reingenommen hier in die Strecke. Weil das sind einige Ecken dabei. Ja, wie gesagt, jetzt kommt wieder, versuche ich zumindest wieder ein bisschen regelmäßig den Bus-Simulator reinzuhauen. Weil der relativ gut ankommt bei euch. Und da freut mich so sehr. Aber wie gesagt, das war einfach zeitlich momentan nicht drin. Schön, das sind einige Fahrgäste. Ticket. Okay, machen wir so. My grandchildren are so adorable. They always bring me flowers when they visit. If you lock the door, the bus driver comes over and scolds you. Okay. Ja, das kriegen wir hin. Die 15 Fahrgäste kriegen wir ohne Probleme hin. Jetzt müssen wir nur die 4 Sterne noch hinbekommen und dann ist es relativ easy geschafft. Ich schaffe also 4 Sterne und dann haben wir die Aufgabe sogar schon gelöst.
Spaß. Das machen wir direkt, damit wir nämlich. Professor Polis is working at Angel Shores University. But don't touch it. Those students raise so much. Here. Here you go. Did I buy a ticket? Einfach einen Fahrgast ohne gültigen Fahrschein haben wir schon erwischt. So, wir haben jetzt eine Aufgabe geschafft. Hey. 56. Natürlich haben nicht viele. I'd like to buy a ticket, please. Okay. Ach, du möchtest ein Ticket? Ja, 300 Sekunden sind 5 Minuten. Das ist kaum. Es ist schon zu schaffen, aber es ist kaum zu realisieren. Vicenta Street. Vicenta Street. So. Wie soll ich denn jetzt da oben? Ist die 12? Wo die letzte? So, perfekt. Aufgabe gelöst. Wir müssen hoffen, dass wir die 4 Sterne kriegen. Kriegen wir nicht ganz. Also wenn wir so nochmal fahren müssen. So, das machen wir dann auch in der nächsten Folge. Sorry, hier ist gerade mein Radiowecker losgegangen. Das finde ich gerade nur nicht. Jetzt habe ich. So, tut mir leid. Nicht böse gemeint. Geht jetzt sofort weiter mit der nächsten. So. Warte mal, die Route müssen wir auf wann fahren? Fällt mir gerade ein, das geht ja auch um die morgens. Ach, da müssen wir so Zeit vorspulen, ne? Ist so gut, dass ich es jetzt gerade gesehen habe. Zeit vorspulen. Sieben Uhr, das heißt, wir haben ein bisschen Zeit. So, wir springen mal auf 20.07. Rivera Street. So, dann wird es Rote Wellen 34. Es ist ja jetzt morgens, wir brauchen jetzt die 4 Sterne. Gut, dass ich wieder darauf geachtet habe ein bisschen.
Stopp. Rivera Street. Wir nehmen den EZ-Taro. Letztendlich ist es jetzt wurscht. Das ist, wie gesagt, die Aufmerksamkeit, die müssen wir natürlich jetzt. Fahrt ihr natürlich jetzt nicht komplett, wir müssen nur die 4 Sterne am Ende kriegen. Meters? I like my measurements in yards, feet and inches. Ja, das lassen wir mal auch zu. Das ist jetzt nicht der Vollzeitkurs, das ist der Hauptverkehr, der Hauptverkehrskurs. So, alles was jetzt gut ist, ist top. Und dann hoffe ich, dass wir es hinkriegen. Am Ende ist es ja eigentlich relativ gut, welche Strecke wir nehmen. Wir können auch eine Strecke nehmen. Wir machen das. Ich meine, es ist nicht der Sinne des Erfinders, ne? Aber wir können ja jetzt eine Route erstellen, die ist ja egal wie, während ihrer Hauptverkehrszeit. So, wir stellen einfach die Haltestelle. Nehmen einmal hier, das ist Wetter. Also. So, Zeit vorspulen. Anwenden. Jetzt fahren. Das ist ja jetzt hier kurios, wie gesagt. Das ist jetzt eigentlich relativ egal. Wir sollten eine Route fahren. Er sagt nicht, aber der komplette Route. Einfach mal kurz einen Zahltag reingeballert. $91,000 mal kurz geschenkt gekriegt. Na, nehmen wir mit. So. Eigentlich. Was willst du jetzt hier mit dem? Jetzt will ich jetzt eigentlich flachsen. Ich hätte auf die andere Seite gemusst. Alter! Ja, ich muss den Bus drehen, ne? Ich hätte mich auf die andere Seite gemusst. I
I wonder how they charge all these fancy new e-buses. Finde ich halt ein bisschen scheiße, dass der immer sagt, ich stelle dich auf die falsche Seite. Sieht er nur um die vier Sterne jetzt. Flachsen. Mal kurz. Och man, ich bin viel zu spät dran und muss dann. Ja, stell dich davor. Nee, Theodor, ich muss davor. Ich habe die falsche Seite gestellt. So, sei. Wo ist der denn? Ich würde mich auch rechts überholen, obwohl ich ganz links fahre. So, halte ich halt immer 2, wird schon wieder ein Minus, also. Naja, alles gut. Wichtig ist, dass wir vielleicht jetzt noch die 4 Sterne für diese Bedingung bekommen. Da weiß ich nicht so schwer. Also. Thanks. Ich habe etwas klar. Sorry, wenn so eine Strecke, wenn irgendwas dazwischen kommt, dann geht's auf jeden Fall schief. Was stehen wir hier rum? Weiter geht's. So, die Dame, die da stand, die wollte nicht mit uns mit, die wollte mit dem anderen Fahrrad, mit dem anderen Bus mit. Das sehe ich auch einer, der hier fährt. Schau, ich stehe schon hinter uns. One ticket, please. So, 82 gibt es zurück. Studentendegen, einfach ein Fucker. Moin. Servatori.
Weil wir müssen jetzt nur wieder die 4 Sterne hinbekommen. Alles andere ist egal. Steht ja nicht auf der Route, steht ja auf einer Route. Also wird ja stehen, wir erreichen auf dieser Route eine 4 Sterne Wertung. So. Ich wollte gerade sagen, warum schickst du mich jetzt nochmal hier rum? Das Navi ist manchmal ein bisschen Katastrophe. Ja, ich hab's gefunden. Nur nichts an der Stelle ist. Entschuldigung. Ich wollte euch eigentlich nicht so durchschicken. Strecke. I heard that Professor Polis is working at Angel Shores University now. Those students are so lucky. He's a genius. Okay. Wie gesagt, ich hab's eigentlich auf Deutsch umgestellt. Wundere mich, warum alles auf Englisch ist. Tech companies at Denali Research look amazing, and I can't wait to apply there. I met someone named Sam who was really nice, but looked a bit blue. Help side stop. Aufgebaut. Guten Zeittag. See you. So. Ja, also damit haben sie auch die 4 Sterne. Warum auch immer der Rollstuhlfahrer nicht rein will. Gut, es kann aber sein, dass wir wie gesagt in einer anderen Bus will, ne? Das wird ja spätestens passieren, wenn jetzt gleich das Ding Make-up in die Fahrgäste gelegt. Er wollte doch zu uns. Aber warum auch immer, das Ding war lang genug draußen, hat er Pech gehabt. Weil hier ist die Rampe noch elektronisch bei meinem eigenen Bus. Wie gesagt, die Leute, die mich nicht kennen, ich bin Busfahrer. Tatsächlich und real life. Genau, also nicht nur bei jedem Spiel. Bei mir muss ich es zum Beispiel per Hand ausklappen. Ich habe ziemlich selten mal deutsche Fahrer dabei. Ich glaube, ich hatte, keine Ahnung, 6 oder 7 bisher, aber wie gesagt, aber dann, also die meisten schaffen es alleine, je nachdem, wo man gerade einsteigen. Aber dann brauchen sie wieder auch ein bisschen. Novak Academy. I hope we'll get to my stop soon. Nature's calling. Hold on. Here.
Here you go. Wait a second. There. Yes, I won a lifetime ticket in a lottery back in 1898. I already showed it. Have a look. Of course. Here's the ticket. I have to. Vorne hat der Kollege schon dahinter steht und wartet, dass wir den extra Aufleute da. Can't wait to jump into the reservoir after work. Nothing's better for winding down than the cool We go to the movies tonight? Just one ticket, please. Oh, yeah? Yep. Drone swarm, you say? I'll check it out. Sounds interesting. Hi. Hello. Tatsächlich gerade raus. So, jetzt bitte, jetzt liebe Leute, hoffen wir mal, dass wir 4 Sterne hinbekommen. Ich glaube, so viel haben wir, glaube ich, nicht falsch gemacht. Sollten wir jetzt auf dieser Route tatsächlich 4 Sterne hinbekommen, dann bei dem Minimum. Glück gehabt. Ich würde eigentlich rüber gehen. Never had such a relaxed riding experience. I vowed that from now on. Oh ja! Ich bleib hier lieber stehen! So, jetzt fahre ich mich. Jetzt muss ich kurz vom Fazio nochmal einen Fahrgast suchen, der will auf Musik hört. Und komm, wir haben ja Zeit. How often do you want to see it? So oft, of course. Here you go. Sure. I was in such a hurry to catch the bus. I somehow forgot to get a ticket. There it is. Again. Wait a second. Sind viele Leute dabei? I don't have a ticket, but I can pay with pictures of my cat, if you don't mind. No? Why are you asking me? I showed you already, but fine. Here it is. I already showed you mine. I already showed it. Here you go. Okay, gut. Dann haben wir sie alle erwischt. Also alle Schwarzfahrer hier rausgezogen. Oder Fahrer oder Mitfahrer ohne gültigen Fahrschein. Und dann ist da hinten mit der Haltestelle und dann haben wir es auch geschafft. Wir sind nicht mal allzu viel zu spät, sondern eine Minute oder so. Das ist manchmal vollkommen okay. Das ist, geht schon. Aber ich wollte jetzt nochmal alle Leute rausziehen. Habe ich alle Karten ausgebaut? Goodbye. So, jetzt brauchen wir nur noch die 4 Sterne. Ach, 15 Fahrgäste geben wir. 5 Sterne, 100%. Aufgabe gelöst. I've seen people loving the beach. Ready Spring. I know why. It's a perfect place to spend your free time. I think people who are spending their time at the beach should be able to reach other recreational areas as well. Oh. Like a hiking route between the nicest spots. Yes, exactly like that. Juhu, wir haben eine Aufgabe gelöst. Wir sind durch. Ja, liebe Leute, in der nächsten Folge geht's dann weiter mit der nächsten Mission, die dann heißt der Spaziergang am Strand. See you, Timmerwitch, Kurtebasch und Gorale mit mindestens einer Route. Das ist ja unwichtig, ob da die ausgeglichen ist.
Dann eine Zweitagerfahrtroute zwischen Sylvia Timovich, Kyoto Bashi Gold Island. Das ist, heißt, diese Route bis morgen um Zahltag. Und da reicht eine zufriedene von 4 Sternen. Genau auf dieser Route. Auch möglich alles in meiner Mission. Ich freue mich dabei und darauf. Und ja, das machen wir dann. Bis dahin. Und tschüss beim Bus-Simulator 21.